Hallo, 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 meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge von Deponia Doomsday. So, wir sind hier im Freizeitpark und ich habe noch nicht so wirklich den Plan, was wir hier machen müssen, denn das letzte Mal, dass wir hier waren, ist für mich schon eine ganze, ganze Weile her. Und ja, eigentlich hatte ich geplant, irgendwie bei den Entchen, ich glaube, da lag... Ja, genau das hatte ich geplant. Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Ja, eigentlich hatte ich aber trotzdem genau das geplant. Also irgendwie muss ich das anscheinend erst vorher magnetisieren, damit die Entchen angezogen werden. Aber das hat ja wunderbar geklappt. Ich fand meine improvisierte Angel deutlich lässiger. So, dann nehme ich jetzt mal die Angel mit und ich glaube, ich weiß, was ich damit auch schon machen muss. Denn mir fällt nämlich gerade wieder ein, dass wir einen Schlüssel hatten, an den wir nicht rankamen. Und zwar hier unten genau diesen hier. Hallo! Ich hoffe, dir geht's gut. Ich glaube, das heißt eher nein. Na, dann wollen wir mal. Na, mal gucken, ob das klappt. Hey, das wäre ja der perfekte Einstieg jetzt wieder. Nachdem ich ungefähr anderthalb Wochen nicht mehr gespielt habe, wäre das ideal. Es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cooler. Und die Magnetangel ist damit auch weg. Aber den Schlüssel können wir wahrscheinlich hier für die Tür benutzen. Und dann können wir hoffentlich jetzt auch die Achterbahn ausstellen. Ich komme, McChronicle. So, was kann ich denn jetzt... Ah, Kleingeld! Man sagt, das Geld liegt auf der Straße. Aber man verschweigt, dass die Straße manchmal durch einen an sich abgeschlossenen Kasten... Ah, ich weiß, was man mit dem Kleingeld machen soll. Ah, I see. Oh, die Bremse, das ist gut. Am 3 fährt ein der Intercity-Express aus Kübelsbüttel in Richtung Kotzebrech vor Sporze, Hirschbein und Großübergebersbach. Reisende mit Anschluss nach Würfelüstig, beachten bitte die Auswürfe im Abschnitt. Zurückbleiben bitte und Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Nicht gerade eine Punktlandung. Aber was soll's? Fast. Aber wisst ihr, was wir, glaube ich, mit dem Kleingeld machen? Weil wir sollen ja auch diesen Typen dort vorne beweisen, dass Goal und ich das ultimativ perfekte Pärchen sind. Und da fällt mir eine super gute Idee ein. Man sagt, das Geld liegt auf der Straße, aber man verschweigt. So, und zwar, wir hatten ja hier so einen Kaugummiautomaten und da ist ein Ring drin. Und diesen Ring brauche ich, damit das noch echter wirkt. Hey, da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Come on, Baby. Nein. Mist. Okay, nochmal. Diesmal krieg ich den Ring. Okay, aber Gott sei Dank haben wir vier komm Münzen. Schon, Ringo. Komm. Ja, die letzte Münze wird's entscheiden. Ja, natürlich. Ist doch immer so. Jetzt hab ich dich. Wehe, das geht jetzt nicht. Nein. Oh. War ja klar. Hätte ich die vorher rausnehmen sollen? Nein, stopp, halt. Ja, Gott sei Dank. Puh. Ah, da liegt der Ring ja. So, nein. Hey! Bleib stehen, du Milchplantage! Das war jetzt nicht dein Ernst. Das gibt's doch jetzt nicht. Diese blöden Wombats. Immer funken sie einem dazwischen. Was zur Hölle? Kann ich da jetzt irgendwie rein und das Vieh rausholen? Also dann, Mann gegen Wombat. Go, Rufus! Ein sportlicher Kampf. Hey, warte, Hoppala. Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Hä? Wie, wir sollten uns ein Publikum besorgen? Was soll... Na gut, dann wir gehen erstmal zu McChronicle. Ich glaube, der braucht uns dringend. Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Okay, ja, also, es ist nicht die perfekte Haltestelle hier, um ehrlich zu sein. Und die Frage ist, bekomme ich ihn gerettet? Soll ich ihn retten? Stern am Morgen. Oh, wie romantisch. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du es bequem da oben? Ja, doch so ein bisschen. Dafür, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. Du musst loslassen!
Ich kann nicht. Doch, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lass mir was einfallen. Okay, das heißt, ich muss irgendwie so eine Art Trampolin oder irgendwie sowas in der Richtung finden, was mir dann weiterhelfen könnte. Kann ich das vielleicht nochmal deaktivieren? Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Oh, tut mir leid. Okay, also wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Irgendwas Flauschiges, wo er sich drauf niederlassen kann. So, ich weiß, dass wir die Bowlingkugel, das geht ja nicht, ne? Oder doch? Nein, irgendwie nicht so ganz, was ich mir darunter vorgestellt habe. Das Zuckerherz, wollte ich das nicht anmachen? Es lohnt sich nicht spät. Ja, genau. Okay, das müssen wir, glaube ich, dann bei dem Fotoapparat von nutzen. Wir müssen die Bowlingkugel auf jeden Fall auch noch schicki bekommen. Aber genau, ich wollte nämlich gucken, ob ich... Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich gestanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin. Alles ganz so ehrlich. Ich wollte sowieso gucken, ob wir das Kaugummi, den Kaugummi mitnehmen können. So... 3 Kaugummis. Das habe ich ausnahmsweise mitgemacht, den ich. Was mache ich denn mit 3 Kaugummis? Wer bräuchte denn eventuell Kaugummis? Ah, ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch irgendwoher eine Seherkugel brauche. Das ist mir auch durchaus bewusst bei der Klappe. Genau, das müssen wir nachher wieder mit... Das können wir nicht mehr wieder mit rausnehmen, oder was? Den Hammer? Vielleicht müssen wir das ja irgendwie so drapieren. Das könnte diesem verdammten Luca... Ach, vielleicht müssen wir die Kaugummis auch zerschmettern. Das könnt ihr nicht. Nee. Ich hätte jetzt da gern Farbe oder so drauf. Ah, warte mal, wenn wir die anmalen? Ich würde ja gerne, aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Nee, aber wenn wir... Ich könnte bunte Punkte drauf machen. Oder Pupillen, je nach Feiertag. Nee, das passt auch nicht so ganz. Okay, also den Wurstbot, den haben wir ja hier... Okay, Goal, du hilfst mir auch nicht weiter, schon. Oder? Lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben? Hm? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Für mich langsam auch. Oje, oje, oje. So, warte mal, hier haben wir nichts mehr sonst. Ein paar kaputte Lampen. Das, genau, der Laufometer, den müssen wir erst aktivieren, aber um den aktivieren zu können, müssen wir leider erst Goal davon überzeugen. So, Thunfisch, oh, weil ich geklickert habe. Okay, alles klar. Oh ja, der arme Delfin, Mann, das ist voll fies bei so einer Delfin-Show. Okay, so, die Frage ist, wie machen wir das denn jetzt? Also die Kamera, das funktioniert alles noch nicht. Das Anmalen, das hatten wir auch probiert, ne? Nein, das ist... Und mein Ich weiß, mir gefällt. Ist doch Witz. Okay, nee, das funktioniert auch alles nicht so ganz. Die Frage ist, ich muss dem die Bowlingkugel geben. Anmalen kann ich sie nicht. Das Herzchen, das brauche ich wahrscheinlich für das Foto. Ich weiß nicht, was ich mit dem Magazin machen soll. Offenbar sind Fleischmütter. Vielleicht verprügeln. Die voll. Vielleicht soll ich die Bowlingkugel einfach so lange verprügeln, bis sie keinen Bock mehr hat. Steht das Ding dann hier und verstaubt? Das weiß ich leider nicht. So, anmalen. Irgendwer die Models in diesem Magazin. Das Drosselglied. Warte mal, das muss ich da nicht einsetzen, oder? Ah doch, das könnte dann vielleicht langsamer sein, oder? Nee, warte mal, die Kamera stelle ich dann nochmal hin. So, und wenn ich jetzt... Nee, Moment, ich will das doch nicht alles wieder auseinanderbasteln. Geht das denn jetzt theoretisch? Dass es langsamer ist? Ah, ja. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Okay, okay, okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Also wir wissen schon mal, wie wir das Foto machen können. Das Drosselglied ist gerade perfekt dafür geeignet, dass dieser Arm, der Selbstauslöser, ein bisschen langsamer heruntergeht. Sehr schön. Das war ja auch gar nicht so schwer. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie kriege ich Goal dazu? Dazu müssen noch ein paar Sachen passieren. Das Zuckerherz kann ich da nicht anhängen, oder? Die Idee ist gut. Ah ja, genau, genau, stimmt. Da brauchte ich noch irgendwie so einen Kleber. Damit wäre nichts gewonnen, außer Krümeln im Mantel. Kannst du das essen oder so? Mir fallen auf Anhieb, aber das hier ist keine davon. Also wir müssen das irgendwie befestigen, das Zuckerherzchen. Warte mal, ist vielleicht noch irgendwie was am Steinbruch? Irgendwas Wichtiges, was ich vergessen hätte? Das Magazin vielleicht? Irgendwas damit? Was liest du da?
Das ist die Hats, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Warte mal, vielleicht können wir das ja tauschen. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Eine Ausgabe von Hats ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Yes. Ich brauche sie nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll mit der Zeitung, viel aber... geholfen hat sie dir ja auch nicht. Ah, wahrscheinlich sollen wir das so als Art, so Beweis, so von wegen, wenn wir das Foto jetzt mit Goal machen, glauben die es uns wahrscheinlich aber nicht, dass es nicht heute entstanden ist, sondern dann tun wir so, als wenn das vor 10 Jahren entstanden wäre. Offenbar, das war cool. Ich finde so Dinge einfach raus, ohne dass ich einen Plan habe, warum ich das eigentlich mache. Aber sehr gut, es läuft, es ist irgendwie gut, wenn man mal eine Pause hatte, das läuft dann richtig gut, meine Güte. So, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich Goalie, warte mal. Er muss uns wahrscheinlich die Zukunft mit Goal voraussagen. Ach, nein. Oh. Naja, eine Bowlingkugel nimmt er nicht. Kannst du ne? mir damit die nicht sehen? Weil meine Zukunft. Nein. Ja, ja. Eine, in der ich mich spiegeln kann. Aber das. Das mir fallen aber das hier. Nee, aber das funktioniert ja nicht. Das ist. Das bleibt ja trotzdem eine langweilige Bowlingkugel. Anmalen kann ich's nicht. Was soll ich mit den Kaugummis machen? Es muss hier irgendwas geben, was ich mega offensichtlich übersehe. Das brauche ich nicht mehr. Ich glaube, hier ist wirklich eigentlich alles abgeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas kaputt hauen muss. Außer, warte mal, wir probieren es trotzdem nochmal. Nö, das bewirkt so gar nichts. Mit diesen Mit diesen Betrügern... Ja, das bringt auch alles nichts. Vielleicht den Wurstbot nochmal? Hier, guck mal. Es scheint ihm Wurst zu sein. Was für ein kleiner Flachwitz. Also ich denke, da funktioniert... Vielleicht mit dem Hammer da rein, um den Wombat zu erledigen. Aber also das scheint... Nee. Da brauche ich auf jeden Fall noch Publikum. Okay, vielleicht will sie die Kaugummis haben. So als Geschenk. Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Okay, alles klar. Dann vielleicht doch nicht. Also, ich habe ja schon die ganzen Ideen parat. Jetzt ist nur noch die Frage, wie verändere ich die Bowlingkugel? Mit dem Zuckerherz sicherlich nicht. Mit der Bowlingpoliermaschine geht auch nicht anmalen. Ach, Rufus. Sei mal ruhig. Mit dem Anmalen geht auch nicht. Mit dem aktuellen Magazin, das war nur dafür da, dass ich das Retro-Magazin, denke ich mal, zurückbekomme. Die 3 Kaugummis. Was soll ich denn damit tun? Vielleicht als Kleber hatte ich sie schon versucht. Mit dem Dingsel. Hä? Was? Ah, wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch? Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Okay. Ach, oh mein Gott, ja. Ach ja. Weil da die Löcher drin sind. Ach mein Gott. Och Gott, bin ich blöd. Es ist so offensichtlich. Wieso kriege ich sowas immer erst im Nachhinein mit? Es ist natürlich so offensichtlich. Natürlich. Es kann natürlich keine krasse Seherkugel sein, wenn da immer diese Löcher drin sind. Warte mal, jetzt polieren. Komm, das muss jetzt... Nee. Das Polieren... Warte, Idee. Moment. So. Wir weisen den... Ja, danke. Jetzt anmalen. Ha, ha, ha. Liebe Leute, okay. Komma Strich, fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Oh nein. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Ach, wir. Oh Gott, das. Sag mal, Cheese. Irgendwas fehlt offenbar noch. Damit wäre nicht außer Grün. Hä? Was zur Hölle? Du willst die doch jetzt nicht wirklich als Attrappe nutzen, oder? Ich dachte eigentlich, wir geben das dem Seher. Willst du mich veräppeln? Oh Gott. Sag mal, Cheese. Glatzen sind ja innen, aber trotzdem. Okay, ich bin gerade doch so ein bisschen geschockt, um ehrlich zu sein, dass das... Oh mein Gott, was zur Hölle? Warte mal, können wir sie noch polieren? Nee, dann ist ja alles weg, ne? Warte mal, wenn wir die jetzt stopfen, können wir sie dann dem Seher gehen? Ich guck mal gerade. So, geht das jetzt? Mal sehen. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe...
Ach so, okay. Nein, zum Wahres eine. In der man sich spiegeln kann. Also ist das. Also ist die Bowlingkugel nicht dafür da, dass wir ihn daraus eine Kugel zum Sehen machen? Sondern die ist dafür da, dass wir uns eine Goal-Attrappe basteln? Really? Oh mein Gott. Okay, Ja, wo kriege ich denn jetzt? Ich muss ja jetzt, also es fehlt, glaube ich, nur noch, soweit ich das gerade verstanden habe. Warte, ich muss ihn nochmal anmalen. Fehlt jetzt eigentlich nur noch, Haare, ne? Sag mal, ich glaube, Haare fehlen noch. Okay, warte mal, willst du das vielleicht haben? Kannst du mir damit nicht warten? Nein, eine. Okay. In der ich mich spiegeln kann. Aber so ein Hütchen aufsetzen ist auch doof, oder? Hey, da! Du hättest... So. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Oh. Ja! Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Ah, ich glaube, ich muss die drei Herren dazu überreden, McChronicle da oben runterzuholen. Das heißt, ich muss dem irgendwie helfen, das fertig zu bekommen. Kann ich hier vielleicht ihn anmalen oder so? Oder irgendwas mit ihm tun? Ihn vielleicht mal polieren in der Bowlingmaschine oder so? Keine Ahnung. Brauchst du einen Tuschkasten? Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Okay, wie am besten? Brauchst du für das letzte... Nein, ich will die Geburtstag... Und als dein Produzent sagt... Ich hätte... Als Idee, also was mir gerade einfällt, was so ein bisschen prophetisch und legendary aussieht, das ist ja der tolle Stern. Die Frage, wartet mal, vielleicht habe ich eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich habe vielleicht eine Idee. Mal sehen, ob das... Der kann sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Shit, aber das wäre ideal gewesen. Das wäre der Hammer gewesen. Wenn wir das irgendwie einfangen könnten, diesen Stern am Morgenhimmel, ich meine, ne, das ist so typisches, gottesähnliches, weißt du, so. Und, okay. Also das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Das sieht super aus. Für ihn ist das perfekt. Und dann, wenn der Typ dann fertig ist, dann helfen mir die drei wahrscheinlich, McChronicle zu befreien. So, die Frage ist jetzt nur noch, wie mache ich das denn jetzt? Okay, also ich kann den Stern leider nicht fotografieren. Das wäre auch zu episch gewesen, wenn das so einfach gegangen wäre. Der Kaugummiautomat ist leer. Ich glaube, dafür benötigt man und Immun. Ja, vor allem, der ist ja sowieso alle. Dazu brauche ich... ich brauche die nicht, um McChronicle runterzuholen. Ich brauche die, damit die hier bei dem lustigen Spiegellabyrinth meine Buddies sind, damit wir den Wombat killen können. Okay, alrighty. Hier kann ich nichts mehr machen, ne? Pimpi und Schnixi erzählen mir, glaube ich, auch nichts mehr Neues. Ich muss irgendwie... Wenn du soweit bist, steck ein... Wonach? Na, wonach? Stimmt's nicht? Wenn man das Wort Schuh umdreht, heißt es Wuchs. Genau. Erstens, das Ambiente. Okay. Ein romantisches Essen vielleicht. Könnte ich mal. Ein Zeichen der Verbundenheit. Das Herz. Und schließlich... Einen Liebesbeweis. Keine Ahnung. Liebesbeweis? Ja. Hol dir die Sterne vom Himmel. Träubeutig. Es ist unmöglich, ein System bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen. Okay. Essen, Verbundenheit. Du weißt schon, das... Na, hör mal. Also, ich glaube, das hatten wir schon mal. Deswegen habe ich das jetzt übersprungen. Okay. Also... Oh, das mit der Bowlingkugel ist richtig. Aktuell offenbar. Ist... Ach, warte mal. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Yes, baby. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Oh, yes.
Nice one. Er hat die Farbe von Golds. Ja, 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 natürlich. Und Möbelpolitur. Völlig egal, her damit. Ja, Mann, natürlich. Natürlich, wieso kam ich? Natürlich, er hat doch so einen blöden Hut auf so einem Turban. Da, bam. Das wird das perfekte Goal-Model. Ja, Goal-Attrappe rein. Jawoll. Yes, Mann. Geil. Ja, cheese Goal. Cheese Goal. Perfekt. Geil. So, warte mal. Mal gucken, ob das klappt. So. Kamera go. Und Selbstauslöser go. Und jetzt mal gucken. Passt das? Yes, Mann. Ich glaube, wir haben es, oder? Wir haben es! Wie das gut! Das besser hin. Ich oh nein. sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Nein, das reicht doch, oder? Reicht das? Warte, ich gehe das jetzt noch mal probieren. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Bestimmt noch nicht. Bestimmt müssen wir noch mehr Ambiente hinzufügen. Aber egal. Erstmal, der erste Schritt ist getan, liebe Leute. Oh. Ein Love-Score oh. von null? So kommst du nie auf das Boat of Love, Roshi. Okay, das Boat of Love sieht auch gar nicht so lovely aus, muss ich sagen. Aber ist egal. Meine lieben Freunde, wir sind auf jeden Fall schon mal einen Schritt näher gekommen. Ich denke, wenn wir jetzt noch irgendwie das Zuckerherz da hinkriegen und vielleicht noch den Hintergrund bemalen, dann sollten wir das auch hinbekommen. Ich würde dann einfach mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen von Deponia Doomsday. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, ciao.